So, heute gibt's für euch ebenfalls aus Portugal hier gefilmt die sogenannten Rebuchos wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Nummer 3. Das sind 10 Spanish Cracker von der Firma Hero Lion, denke ich mal, zumindest steht es da drauf, beziehungsweise Importeur war Pro Pyro. Ja, die Gebrauchsanweisung ist hier auf Portugiesisch drauf. Also ich verstehe sie nicht wirklich. Ja, schauen wir mal rein. Drin enthalten sind 10 Stück mit angeblich jeweils 2 Gramm Blitzknallsatz. 10 Stück von diesem Spanish Cracker Design quasi. Spanish Cracker. Ja, also ich vermute, dass sie relativ stark sind, 2 Gramm, also für deutsche Verhältnisse. Und ja, Preis lag bei 12 € für die 10 Stück. Auch relativ teuer, aber halt schwer zu bekommen, vor allem unterm Jahr. Und ja, ich denke, viel mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Ich habe mal drunter geschaut, unter dieses Papier, da ist einfach Gips zu auf beiden Seiten und hier oben dann doch mit der Zündschnur. Sich sind sie extremst hart, also hier kann man nichts eindrücken. Und naja, also sehen wir uns in Kürze bei der Zündung. Jetzt sind wir hier am Meer, wie man sieht. Ja, entschuldige mich gleich mal fürs Rauschen, aber ich würde sagen, wir zünden jetzt einfach mal einen und probieren ihn aus. Wie gesagt, 2 Gramm. Nein, tun sie ganz ordentlich. Ja. Jetzt machen wir einfach direkt noch einen. Ich hoffe, dass es hier niemanden stört, aber es sollte, denke ich, nicht der Fall sein. Jo, der war sogar ein bisschen lauter. Die restlichen kommen So, kurz. jetzt nochmal 3. Auch gut laut. Noch einer. Noch lauter. Sehr schön. Und hier der dritte. Auch sehr schön laut. Ich würde sogar sagen, jetzt machen wir den Rest der Packung auch noch. Weil ich kann sie ja nicht mitnehmen, von dem her müssen die jetzt weg. Der war richtig schön laut. Nochmal ein. Also auf jeden Fall lauter wie der Deutsche, denke ich. Oder wenn dann wie ein richtig guter Kubi. Oder halt ein alter Kanonenschlag. Aber ja. Ist halt Blitzknall. Merkt man in Teilen gut an. Der war wieder richtig schön laut und jetzt noch den letzten hier zum Abschluss. Sehr schön. Jo, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das waren die Rebuchos wahrscheinlich Nummer 3 von vermutlich Hero Line bzw. Pro Pyro Importeur. Und wir sehen uns, wenn ich wieder in Deutschland bin.